Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing und zwar wir machen weiter mit der Fate-Reihe. Diesmal fangen wir an. Ich zeige euch den Schuber 1836 wie angekündigt. Das ist die Rückseite. Das sind die einzelnen Episoden. Die Vorderseite. Oben und unten ist glaube ich nichts. Doch hier Aniplex. Mal gucken, es klappt noch immer nicht mit dem Autofokus, oder? Machen wir die Hand raus. Ah, meine Hand hat mehr Fokus wie ein Wort. Okay. So, diesmal zum Schuber und zu den einzelnen Episoden. Was gab es dazu? Es gab dazu die Cover-Ups. Ich sollte vielleicht mal vorne anfangen, ne? Genau, Episode 1. Ich halte es mal, versuch's mal einigermaßen in die Kamera zu halten, damit ihr vielleicht mal selber drüber lesen könnt. Ansonsten, was gibt zu sagen, was Sound, Untertitel und Co. angeht? Sprache und, Sprache Deutsch und Japanisch, Untertitel in Deutsch, Ton, LPCM 2.0, Format 1920 zu 1080, Laufzeit 200 Minuten pro Volume. So die weit, oder? Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Es sind nicht immer die volle Zeit. Mist, das hätte ich bei Fate Zero doch nochmal nachgucken sollen. Aber ich glaube, Fate Zero war jedes Volume ungefähr gleich lang. Das sind ja mal bloß Maßheiten. So, Volume 1 geht also 200 Minuten. Volume 2 geht 200 Minuten, gleicher Ton, gleicher Untertitel, Format und Bonus beim ersten war Original-Soundtrack, Chapter Opening, muss man gerade selber nochmal schauen, Chapter Opening und Ending Trailer auf Disc. Bei Volume 2 gab es Booklet, Clear Ending und Trailer. Bei Chapter 3 Laufzeit 150 Minuten, also gut mal 50 Minuten weg, dürfte demnach so ungefähr, schauen wir mal, hier sind es immer 6 Episoden, hier sind es gerade 5 Episoden, nee, hier sind 7, nee, 6, hier sind es 5, genau. Heißt, eine Episode fehlt, oder fehlt nicht, haben sie ist verringert, dafür bekommt man ein bisschen, klein bisschen extra. Bei Volume 3 bekommt man den Original-Soundtrack, das Clear Opening und den Trailer. Bei Volume 4 Laufzeit 175 Minuten, also wieder etwas mehr. Sind auch wieder 6 Episoden, wahrscheinlich etwas länger in dem Fall. Inklusive Bonus, OVA und Booklet. Bonus, OVA, Booklet. 3 Clear Endings und Trailer. Dies waren dann die Cover-Ups. Ich hoffe, es hat nicht so sehr gewackelt, weil mein ganzen Baumaterial schon hier ist schwierig. Das ist das Booklet zu Volume 1. Ich sag mal Volume 1 und 2, da man ja alle zwei Volumes was bekommen hat. Ich blätter nur eher mal grob durch. Charaktere. Ja, da, Fanservice. So. Und vom Cover. I am the bone of my sword. Steel is my body. Den Spruch hier kann man sich auf jeden Fall merken, denn das wird der Spruch vom Archer. So. I am the bone of my sword. Steel is my body and fire is my blood. Und so weiter. Schaut euch mal auf YouTube ein paar Videos an. Ich werde euch natürlich auch ein paar verlinken. Es ist eine gute Musik auf alle Fälle. Wie gesagt, ja, kennt mir ein bisschen. Charaktere. Und noch einmal. Das waren die Booklets. Kappa Booklets. Jetzt kommen wir noch zum Soundtrack. Oh, das ist eine Wärme, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. So, Soundtrack Volume 1. Das sind die Tracks. Soundtrack Volume 2. Und die Tracks.
So, bitte sehr. Wie ihr wisst, auf YouTube Musik einspielen und so ist alles ein bisschen schwierig. Daher kommen wir zu den einzelnen Volumes. Sind wieder in so einem kleinen Mini-Booklet hier eingebettet. Wir fangen an mit der 1, also 1. So sieht es denn aus. Das ist das Cover Up. Ja, die Front. Cover Up macht keinen Sinn. Das USK-Siegel ist auch gedruckt. Bei den anderen war es damals, glaube ich, immer aufgeklebt. Jetzt ist die Disc. So. Kannst aber schauen müssen, wie rum die Disc sein muss. So. Und es ist wieder hineingeschrieben, was drauf ist. So. Volume 1. Was ist denn in Fate Stay Night zu Fate Zero passiert? Der Kampf in Fate Zero war beendet. Es kam im Endeffekt zu keiner Entscheidung. Alle Gegner, die besiegt werden mussten, waren besiegt. Hier ist eine kleine Karte. Die nicht scharf gestellt wird. Och, Mädel, du Kamera. So, ich hoffe, man könnte es jetzt erkennen. Ich habe jetzt versucht, einfach mal mit Luft anhalten, mit allem. Ja, der Kampf in Fate Zero wurde beendet. Kam zu keinem ordentlichen Ergebnis. So. Dann muss man dazu sagen, dass der Kampf sehr umstritten auch geendet ist. Fast alle Helden wurden wieder in ihre Welt zurückgeschickt. Oh. Warte kurz. Oh, war schlimmer wie Sauna hier drinnen. Wurden zurückgeschickt, bis auf einen, der auch in Fates Stay Night wieder vorkommt, zu den 7 anderen Helden. Bedeutet, es sind im Endeffekt 8 Helden. Es kam in Fate Zero zu Verrat, Intrigen, sehr komischen Story-Wendungen, aber auch vollkommen okay. Das ist von einem der Magier die Tochter aus dem ersten Teil. Das ist Saver aus Teil 1 sogar, die einfach nochmal nicht importiert, nicht übernommen wurde, sondern beschworen wurde. Eher aus Zufall oder glücklichen Anlässen. Das kann ja für sich beschreiben. Wie gesagt, die Laufzeit habe ich euch schon erzählt, durch die Cover-Ups. Muss aber gleich nochmal die Cover und die wollen. Ach nee, stimmt. Das letzte war nochmal ein bisschen länger als das dritte. Das dritte war das kürzeste. Genau. Es werden ein paar familiäre Sachen erklärt, aufgebunden, aufgefädelt. Es kommt wieder zu massiv spannenden Kämpfen. Zu einer sehr starken Action. Und ja, im ersten Teil hat man noch gehört, alle 60 Jahre kommt es zum Heiligen Krieg vom Gral. Und diesmal waren es nur 10 Jahre. Wie, was, warum, wieso, was mit dem Heiligen Gral passiert, warum ich die Karte wegschmeiße, ich weiß es nicht. Kann man sich auf alle Fälle ansehen, falls es mal dazu kommt. Warte mal, ich glaube, es war Volume 2, ne? Mit der Karte? Ich glaube, es war Volume 2. Wie es denn weitergeht und wie es endet, wird man erfahren. Auf alle Fälle werden wir im nächsten Video ein relativ kurzes Video diesmal haben, denn es werden nicht so viele Volumes vorkommen. Es kommt eher dazu, dass wir Fate Grand Order vorstellen. Der Anime zum Game, zum Smartphone-Game. Ich glaube in Korea, Japan, China. Ich weiß gar nicht, wo es berühmt ist. Auf alle Fälle, danke fürs Dabeisein. Dies war das zweite von 3 Videos. Ich hoffe, es ist nicht alles zu verwackelt. Und bis zum nächsten Video. Dankeschön.